Ja, meine Damen, meine Herren, dann darf ich Sie recht herzlich begrüßen am heutigen Mittwoch, besonders früh in der Woche. Es ist Auswärtsspiel und Flutlichtspiel am kommenden Freitag. Der 1. FC Magdeburg tritt beim Ligaspitzenreiter MSV Duisburg an. Anstoß ist um 18.30 Uhr in der Schau-ins-Land-Arena. Ja, es ist eine Partie Erster gegen Zweiter, damit auch ein Spitzenspiel. Der FCM dann zum zweiten Mal sozusagen in einem Spitzenspiel involviert. Ja, der Schiedsrichter der Partie stand bis jetzt noch nicht fest, aber wir sind da guter Dinge, dass der bald feststeht. Schauen wir vielleicht erstmal auf unsere Mannschaft. Ich darf Trainer Jens Hertel natürlich begrüßen, wie gewohnt. Vielleicht geben Sie uns einen kleinen Einblick in die Trainingswoche. Es ist ja Flutlichtspiel, damit ist der Rhythmus etwas anders. Und natürlich die Frage, wer wird Ihnen am Freitag nicht zur Verfügung stehen können? Ja, hallo erstmal an meiner Stelle auch an alle Pressevertreter. Ja, also es ist ja schon bekannt, dass Felix nach wie vor noch an seiner Rückenproblematik laboriert. Niklas Brandt, weiter auch jetzt im Athletiktrainer, versucht die Belastung ein Stückchen zu steigern. Und dazu ist jetzt noch Jan Klinker gekommen, der halt so ein bisschen nach dem Spielersatztraining, wo Wadenprobleme geklagt hat, wo wir jetzt auch noch nicht ganz wissen, aber jetzt bis Freitag dann eben auch fit wird. Dazu André Haino und alle anderen, die jetzt sagen wir so auch im Training mal so leichte Treffer bekommen haben, sollten aber alle ganz normal zur Verfügung stehen und heute auch im Training sein. Dann blicken wir wie gewohnt auf den kommenden Gegner, MSV, natürlich mit besonders hoher Qualität. Ich weiß, die Frage ist wahrscheinlich schwer, aber ich hoffe, Sie beantworten die auch nicht mit einem Wort, aber welche Spieler würden Sie da besonders hervorheben, auf die man achten sollte? Ja, das fällt in der Tat schwer. Also ich glaube, das ist eine gestandene, ja, kann man schon fast sagen, Zweitligamannschaft, die ihren Kader fast eben zusammengehalten haben, wo viele Jungs über viel Erfahrung verfügen in der dritten und auch in der zweiten Liga. Trotzdem gibt es schon einen Spieler, der uns ja, extrem aufgefallen ist, weil er uns auch in der letzten Saison eigentlich ein Stückchen begleitet hat. Kiel hat letzte Saison immer ein Spiel vor uns gespielt und da war Fabian Schellhardt ausgeliehen von Duisburg nach Kiel und hat uns da schon immer Freude bereitet mit seinem Spiel. Und jetzt spielt Duisburg zwei Spiele vor uns gegen unsere kommenden Gegner, sodass wir also auch fast jedes Duisburg-Spiel sehen. Und das ist schon außergewöhnlich. Der Junge hat einen Riesensprung gemacht. Es macht Spaß, den zu sehen. Und Glückwunsch an Duisburg, dass sie den Vertrag jetzt mit ihm bis 2020 verlängert haben. Ja, vielen Dank. Marius, willkommen an unserer Seite. Unser Captain, endlich mal wieder in der PK hier bei uns. Ich freue mich sehr. Kurzer Rückblick vielleicht auf das Osnabrück-Spiel, 3:0-Sieg, etwas ganz Besonderes, den Zweitplatzierten hier vor heimischer Kulisse auch so zu schlagen, sage ich mal. Wie ist das Spiel für dich denn persönlich verlaufen? Ich meine, du warst ja auch an vielen Dingen beteiligt und vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz Revue passieren lassen. Ja, also das Spiel war für uns ja, ein wichtiges Spiel. Wir waren auch ein bisschen in den Haarspitzen motiviert. Das, denke ich mal, hat man an dem Tag gesehen. Osnabrück hat uns viel abverlangt, aber wir haben gut dagegen gehalten. Es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, an dem Tag auf dem Rasen zu stehen. Eigentlich immer, aber an dem Tag war irgendwie alles ganz besonders. Bei vor allem auch vielleicht meine Leistung ist darin geschuldet, dass halt die Mannschaft unwahrscheinlich gut funktioniert hat. Da kann man, glaube ich, keine hervorheben, weil einfach man sich auf jeden Einzelnen verlassen konnte. Man wusste, drumherum ist immer ein Mitspieler da, der dich unterstützt, der dir hilft, immer an deiner Seite steht. Und deshalb hat dieses Spiel so viel Spaß gemacht und an Eigendynamik gewonnen, dass wir am Ende auch verdient als Sieger den Platz verlassen durften. Ja. Du hast gerade gesagt, die Mannschaft hat sehr gut funktioniert. Wie kann es aus deiner Sicht gelingen, diese Leistung des Teams mit nach Duisburg zu nehmen und dort an diese Leistung eben anzuknüpfen? Ja, wie vor dem Osnabrück-Spiel haben wir als Mannschaft, Trainerteam auch festgestellt, dass wir eigentlich uns Spiel zu Spiel auch gesteigert haben und vieles auch in den ersten drei Spielen eigentlich recht gut gemacht haben. Es wurde immer besser und wir wussten, dass wir gegen Osnabrück als Mannschaft funktionieren müssen, dass da alle Mannschaftsteile auch ihren Part zu 100% erfüllen müssen. Das hat wunderbar geklappt und das ist auch die Referenz, woran wir uns jetzt messen lassen dürfen und müssen. Und genau gegen Duisburg ist es, denke ich mal, noch ein Tick härter und schärfer, dass wir da fokussiert sind, konzentriert sind, weil da eine absolute Spitzenmannschaft auf uns zukommt. Und wir haben die Chance, denke ich mal, in dem Spiel uns mit einem Gegner zu messen, der meiner Meinung nach in der Liga bis jetzt am solidesten, am besten spielt und nicht umsonst auch die Tabellenführung schon sehr, sehr lange an sich gebunden hat.
Und für einen Sportler gibt es nichts Schöneres im Leistungssport, als sich mit den Besten zu messen. Danke. Ja, dann starten wir wie gewohnt in die Fragerunde, liebe Vertreter. Wolfram Engel, bitte. Ja, Duisburg hat, glaube ich, erst 15 Gegentore. Ist das Bollwerk sozusagen das größte Problem, das der 1. FC Magdeburg in Duisburg zu knacken hat? Naja, also sie haben in den letzten zwei Heimspielen jeweils zwei Tore bekommen, gegen Münster und auch gegen Osnabrück. Das Münsterspiel dann zwar noch gedreht, aber wenn im Osnabrück-Spiel kurz vor Schluss halt den Ausgleich bekommen. Das ist schön, das machen sie schon gut, weil sie auch als gesamte Mannschaft eigentlich gut gegen Ball arbeiten. Trotzdem lassen sie halt trotzdem auch immer Dinge zu. Man musste da natürlich reinmachen. Das ist wahrscheinlich der eine oder andere Mannschaft rutscht dann vielleicht hier und da, wenn sie beim Tabellenführer auch in dem Stadion spielen, dann manchmal das Herz vielleicht in die Hose und dann macht man diese Chancen eben nicht. Aber insgesamt machen sie das schon gut und das ist halt auch ihre Basis, ja, weil sie machen jetzt auch nicht so ganz so viele Tore, obwohl sie im Moment eigentlich regelmäßig treffen, aber das wird halt wichtig sein, sie dann eben doch zu knacken und sie zu beschäftigen und ja, auch ein Stückchen mehr weit Fehler zu provozieren. Die Behrens, bitte. Herr Hertel, Sie haben wieder die Qual der Wahl. Hat denn Swilong jetzt anhand seiner Trainingsergebnisse die Möglichkeit, in der Startelf dann zu stehen? Ja. Grundsätzlich ist es ja schon so, dass die Jungs das vorne ja schon auch sehr gut gemacht haben, das muss man ja sagen. Und da ist es natürlich jetzt auch nicht ganz so einfach, von 0 auf 100 dann in die Startelf zu springen. Und das denke ich, sehe ich jetzt im Moment nicht. Wir haben jetzt noch zwei Trainingseinheiten. Und da müssen wir dann jetzt mal abwägen, aber grundsätzlich hat jeder irgendwo die Chance, sich dann zu präsentieren, aber es gibt jetzt auch keinen Grund, immer eine erfolgreiche Mannschaft auf Teufel komm raus auseinanderzureißen. Vielleicht noch an Marius, du warst ja der entscheidende Wahrsager für das Spiel gegen Osnabrück und hast also auch eine Prognose gestellt, schätzt du jetzt die Mannschaft im augenblicklichen Zustand so ein, ob sie eventuell doch auch noch einen Sieg einfahren kann? Ja, ich habe absolutes Vertrauen in meine Mannschaftskollegen, in dem Trainerteam. Es hat gezeigt, dass wir da sehr, sehr stabil geworden sind, dass vieles schon sehr gut geklappt hat. Und wir sind definitiv eine Mannschaft, die jetzt nicht dahin fährt und versucht, sich irgendwo einzuigeln. Und Hauptsache, wir kriegen irgendwie das Unentschieden über die Bühne. Ich denke, wir sollten mutig sein, wir sollten unser Herz wieder in die Hand nehmen und versuchen, halt unser Spiel auch durchzuspielen. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass auswärts mittlerweile der FCM auch gereift ist, dass da auch ein Entwicklungsprozess stattgefunden hat. Und da denke ich mal, sind wir alle unwahrscheinlich motiviert, dort auch mehr als nur einen Punkt mitzunehmen. Und das sind wir auch, glaube ich, den allen mitgereisten Fans oder die da auch hinkommen. Das ist, denke ich mal, mehr als eine Handvoll auch irgendwo schuldig. Danke. Frank Martin, bitte. Herr Hertel, Sie haben gerade Ihre Akteure vorne angesprochen. Wie ich fand, hat es auch hinten prima funktioniert gegen Osnabrück. Moritz Sprenger ist in die Mannschaft gekommen und hat von vielen Ihrer Mitspieler oder Marius von euren Mitspielern Lob geerntet. Ist das möglicherweise ein Fingerzeig auch für das Spiel jetzt in Duisburg? Ja, da müssen wir halt immer abwarten. Aber es ist auf jeden Fall eine Option. Das hat er ja gezeigt, dass er hat ja lange kein Pflichtspiel gemacht, ist dann hier reingekommen in das Spiel und hat das wie die gesamte Mannschaft dann natürlich ordentlich gemacht. Das fällt natürlich dann auch jedem Einzelnen immer einfacher, wenn, wie Marius das ja schon betont hat, wenn alle da sind, ja, dann kann man dann natürlich so mitschwimmen und sich selber steigern, als wenn es jetzt links und rechts natürlich auch ein bisschen knirsch ist, dann ist es für den Einzelnen noch ein bisschen schwieriger. Von der Seite her, das haben wir jetzt gut gemacht. Trotzdem kommt jetzt Christopher Handke zurück und wir müssen halt mal sehen, ja, Duisburg ist sicherlich dann auch nochmal ein anderes Kaliber vorne mit Uwe Neckbu. Nochmal physisch stärker als Fried und da müssen wir gucken, wie wir das dann insgesamt dann handeln. Rudi Bartlitz. Ich will jetzt ja nicht negativ, aber die Elfmeter waren in letzter Zeit sicherlich mit einer Quote so ein bisschen über 50%, wenn ich den recht gesehen habe, 4 von 9. Spielt das in Ihren Gedanken auch im Training eine Rolle oder auch bei der Festlegung der Schützen beim nächsten Mal?
Definitiv. Können Sie mir schon glauben, dass ich das schon ein bisschen umtreibt. Aber ich denke, dass es insgesamt jetzt auch ein genereller Trend ist. Ich glaube, auch in der Bundesliga werden im Moment sehr viele Elfmeter verschossen. Ich glaube, die Torhüter sind immer besser gebrieft. Ich glaube, jeder, auch unsere Torhüter, kriegen eigentlich genügend Informationen von den Elfmeterschützen des Gegners an die Hand, um zu sagen, ja, also der schießt an so und so viel, von so und so viel Elfmetern schießt er eben so und so viel rechts und so und so viel links. Und dann natürlich muss der Torhüter dann am Ende selber entscheiden, wo er jetzt hingeht. Ja, aber ich denke, es ist schwieriger geworden insgesamt dann auch, weil das, sag ich mal, die Informationen insgesamt schon auch sehr gut sind und die Torhüter natürlich dann eben psychologisch also so ein Stückchen den Vorteil haben, ja, weil sie eigentlich nichts zu verlieren haben und dann nur gewinnen können. Aber klar ist, dass wir da nicht zufrieden sind und dass wir da natürlich weiter auf der Suche sind nach einer gewissen Stabilität oder jemanden, der eben dann, wenn es 9 von 10 reinmacht und eben nicht nur 5 von 10. Ja. Thomas, legen Sie denn den nächsten Schützen vorher fest oder passiert das sozusagen intuitiv auf dem Platz? Wir legen 2 bis 3 Schützen fest, wo die dann natürlich entscheiden müssen. Das kann ja immer passieren, dass jemand dann eben ausfällt oder selber gefoult worden ist oder eben dann irgendwie an dem Tag mal kein gutes Gefühl hat und der andere sagt dann, okay, ich schaue heute rein, dann muss er das dann so machen. Da frage ich nochmal konkret nach, ist denn Hamann weiterhin die Nummer 1 jetzt aus Ihrer Sicht? Nee, Marius. Nicht mehr. Das werden wir sehen, ja. Also ich meine, wir haben jetzt mit Richard Weil natürlich noch einen Spieler dazu gekriegt, der in Würzburg die Elfmeter geschossen hat, auch in Heidenheim die Elfmeter geschossen hat, der da eigentlich eine relativ gute Quote hat, das ist dann halt auch noch eine Option, dass wir das vielleicht, dass wir ihm jetzt dann, sag ich mal, vielleicht, sag ich mal, als da als ersten Schützen festlegen, aber kann auch eben sein, dass es eben Nico ist. Aber es war eben ärgerlich, ja, weil das wäre schon noch mal 5 Minuten eher dann irgendwo der Deckel drauf gewesen. Und wir haben ja jetzt auch schon, meine, am Ende können wir über den Elfmeter noch ein bisschen lapidar drüber weggehen, ja, aber die anderen Elfmeter, die wir eben so in wichtigen Spielen dann eben nicht gemacht haben, die tun dann eben weh, ja, in Zwickau oder so. Das waren dann halt so Situationen, die wir hätten dann, oder in Osnabrück, wo wir hätten in Führung gehen können, die tun dann natürlich mehr weh als jetzt so der Elfmeter in Lotte, den wir dann nicht reingemacht haben, wo wir es eben trotzdem gewonnen haben, oder jetzt das Spiel gegen Osnabrück, ja, dann fällt das natürlich nicht ins Gewicht, aber wie ich Sie kenne, hätten Sie dann natürlich deutlich schärfer geschrieben, wenn das irgendwo vom Ergebnis her dann nicht funktioniert hätte, dann wäre das sicherlich noch mehr ein Thema. Von der Seite her wollen wir es gar nicht groß machen, sondern einfach zusehen, dass wir da die Bälle, wenn wir sie die Elfmeter kriegen, dann eben auch reinmachen. Frank Martin. Marius, ich wollte noch mal fragen, wie ist das eigentlich? Es war gerade die Rede, Osnabrück kam als Tabellenzweiter her, jetzt fahrt ihr zum Tabellenersten, also sozusagen so diese Schwergewichte der dritten Liga kommen jetzt hintereinander. Ist das ein Vorteil oder hättet ihr das lieber gern verteilt, wobei es ja eigentlich kein Wunschkonzert ist von Ansetzung her? Die Antwort haben sie sich selber gegeben, also wir können es nicht aussuchen. In der Liga ist es eigentlich fahrlässig zu sagen, es sind irgendwelche schweren Brocken, die auf uns treffen oder nicht. In der Liga hat jede Mannschaft ihre Qualität. Klar sticht vielleicht MSV jetzt ein bisschen heraus, das gibt auch die Tabellenkonstellation her. Wir freuen uns einfach, dass wir jetzt Freitagabend unter Flutlicht auf eine Traditionsmannschaft treffen, die an der Spitze der dritten Liga steht. Das Flutlicht geht an, die Zuschauer pilgern ins Stadion. Das ist das, was ein Sportler will, was auch das Umfeld möchte. Und das haben wir uns sensationell erarbeitet. Uns hat keiner den zweiten Tabellenplatz geschenkt. Dafür mussten wir viel einkassieren, viele Steine wegräumen, sag ich mal, die auf dem Weg irgendwo lagen. Aber die Mannschaft hat es immer wieder geschafft, aufzustehen, hat sich irgendwo immer wieder neu gefunden, ist zusammengeschweißt. Und das Ganze, was jetzt momentan als Situation dargestellt wird, ist keine Illusion, sondern Realität, und da freuen wir uns drüber, dass es so ist, und wir wollen einfach das festhalten, was wir momentan haben, und dafür werden wir auch in Duisburg einfach alles geben. Gibt es weitere Fragen? Ja, eine war noch nicht beantwortet. Flutlichtspiel, wie der Trainingsplan in dieser Woche sich aufgrund dieser neuen Situation gestaltet? Wir können das also jetzt nicht groß verändern, weil der
einzige Rasenplatz, der Flutlicht hat, eigentlich in einem ganz schlechten Zustand, ist sehr, sehr weich, sehr tief, sodass es keinen Sinn macht, jetzt das Training dann, sag ich mal, in die Abendstunden zu verlagern. Wir hätten das sicherlich gerne gemacht, aber das macht jetzt wenig Sinn, dann, sag ich mal, einen Tag oder zwei Tage vorher auf einen extrem tiefen Platz zu gehen, der dann auch nochmal viel Kraft kostet, sondern dann, wir lassen das alles so, wir werden also heute 14 Uhr trainieren zu normalen Abläufen und werden dann morgen Vormittag hier in Magdeburg trainieren, dann nach Duisburg fahren und am Spieltag sicherlich uns dort nochmal bewegen und in Stimmung bringen und nochmal aktivieren und dann fahren wir ins Stadion und genießen die Atmosphäre und wollen hoffentlich fürchterlich Gas geben. Schnellschuss. Wie bringen Sie denn Ihre Mannschaft in Stimmung? Das ist manchmal ist es einfach, hat man direkt irgendwo eine Idee, manchmal ist es ein bisschen schwieriger. Und da gibt es also jetzt keinen direkten Fahrplan. Manchmal fällt einem was ein, wo man irgendwo nochmal Bezug nehmen kann, wo man sie auch mal packt. Das merkt man dann schon noch in der Besprechung, ob dann alle da sind oder ob der eine oder andere dann schon manchmal auch mit dem Gedanken woanders ist. Und, aber in der Mehrzahl gelingt das halt irgendwo immer einen Ansatzpunkt zu finden, wo man die Jungs dann eben doch packt und das eben schafft, dass sie eben doch Lust haben auf so ein Spiel und auch Lust haben, sagen wir, unseren Fußball zu spielen, der natürlich auch immer einiges abverlangt an, ja, an Investitionen. Und das ist halt immer nicht so einfach, wenn es dann eben doch physisch immer ans Limit zu gehen gilt. Und, aber wir müssen den Fußball spielen, den wir spielen können und da gehört das eben dazu. Nochmal eine Frage an Marius. Deine letzte Antwort sagt, festhalten, was wir haben. Ihr habt den zweiten Platz. Spieltage werden wir wählen, ja. Am Sonntag ist auch eine Entscheidung, außerhalb des Sports zu fallen, die diese Richtung nimmt. Wie geht ihr jetzt mit dieser Aufstiegsfrage oder auch mit der zweiten Liga um? Ja, klar nehmen wir natürlich die Gedanken wahr, die drumherum auch irgendwo grundgegeben werden. Wir als Mannschaft fokussieren uns wirklich auf die Spiele, die jetzt kommen und ich glaube, wir können so weit denken, wenn wir nicht mehr viele Spiele außer Hand geben, dass wir auch am Ende der Saison relativ gut dastehen werden. Und das ist halt unser Ziel. Wir wollen versuchen, die Punkte einzufahren. Dafür haben wir viel in der Vorbereitung investiert. In der Hinrunde haben wir unwahrscheinlich viel investiert. Und dass wir jetzt da stehen, ist kein Zufall. Das habe ich ja schon erwähnt. Und wir wollen uns immer weiter steigern, uns weiterentwickeln. Wir sind hungrig auf Punkte. Ja, und gucken wir dann halt, wenn alle Spiele gespielt sind, wo wir stehen. Und dann können wir uns nochmal unterhalten. Dann kann ich Ihnen auch genau sagen, wo wir dann nächste Saison sind. Irgendwann immer. Diplomatenschule unterhalten. Gibt es noch weitere Fragen? Gut, dann war es ein guter Schlusspunkt. Vielen Dank für Ihr Kommen, vielen Dank unseren Fans zum Zuschauen und der Mannschaft eine gute Reise und viel Erfolg in Duisburg am Freitag. Dankeschön.